Nur ganz, ganz kurz, das Thema Quantität versus Qualität in der Neukundengewinnung. In der Lead-Generierung ist ja häufig die Balance zwischen Quantität und Qualität ja, manchmal nicht ganz so einfach zu jonglieren. Und da gehen manchmal auch die Meinungen zwischen diversen ja, Experten auch auseinander, dass sie sagen, was ist wichtiger, Quantität oder Qualität? Weil beides sozusagen ist so, es sind beides zwei so Faktoren, ja, Messgrößen, die sich manchmal so ein bisschen beißen. Ja? Also die sind manchmal so ein bisschen kontradiktoir. Also die vertragen sich nicht manchmal. Manchmal vertragen sich die nicht so besonders gut. Ja? Das heißt, wenn ich jetzt manchmal zum Beispiel schlechtere Phasen habe in der Lead-Generierung, ja, es geht einfach nichts, ne? Dann schaue ich, dass ich einfach ein bisschen mehr Gas gebe und ein bisschen mehr, wie soll ich sagen, auch nicht ganz so qualitativ hochwertige Besuchstermine dann vielleicht produziere. Ja? Soll schon mal vorgekommen sein in einer oder anderen Kampagne. Ja? Und ich möchte jetzt einfach mal ganz, ganz extremst vereinfachen. Diese ganze Diskussion zwischen Qualität versus Quantität. Ne? Weil viele sagen, ja, was bringt mir das, wenn du hier einen super qualitativ hochwertigen, auch für die Kunden sagen das, Lead machst, aber eben nur einen in alle 2 Monate, jetzt mal übertrieben gesagt. Ich hätte lieber mehrere, auch wenn die nicht immer so 100% sind. Das ist dann schon auf jeden Fall mal mehrere, dann erhöht sich die Wahrscheinlichkeit grundsätzlich, dass das Geschäft dabei rumkommt. Ja, ist natürlich auch wieder was Wahres bei dran. Aber ich möchte es einfach mal, wie ich es schon gerade eben angedeutet habe, mal ganz extremst vereinfachen. Gehen wir mal einfach aufs Extrem. Klar, irgendwo in der Mitte liegt das Optimum, wie so häufig, aber gehen wir mal ganz aufs Extrem. Ja, also was ist wichtiger letztendlich, um das mal ganz klar, klipp und klar zu verdeutlichen, Quantität versus Qualität in der Lead-Generierung. Ja. Und machen wir mal hier einen Top-Termin, ja, einen Top-Termin, der sozusagen 1 Million Euro wert ist, ja, der ist 1 Million Euro wert im B2B-Geschäft, ja. Aber du benötigst, und hier kommt die Krux, ja, du benötigst ein Jahr, ein ganzes Jahr, um diesen einen Termin zu generieren. Aber er ist 1 Million Euro wert und er konvertiert dann auch in 1 Million Euro. Okay, dann hast du hier natürlich 1 Million Euro Umsatz generiert. Ja? Das andere Extrem ist, ja, du generierst 10 Termine am Tag. Auch wieder ein Extrembeispiel, ja, aber ich möchte es ja nur verdeutlichen. 10 Termine am Tag, das sind bei 360, sagen wir mal, bei 220 Arbeitstagen, ja, um es mal fair zu sein, sind es 2200 Termine im Jahr. Und das ist eigentlich gar nicht so abwegig. Wenn du zum Beispiel ein Team hast von 10 Telesales Agent, ja, dann hast du 2200 Termine im Jahr. 2200 Termine. Aber auch hier das Extrem, die sind alle qualitativ völlig Banane, ja. Völlig für die Katz, völlig Luft. Ja, alle 2200 Termine sind Luft. Also Qualität 0, Quantität astronomisch. Dann hast du da genau ein Potenzial für Umsatzpotenzial für 0 Euro. Genau. Wie viel? Klar, logisch. Was ist besser? Sehr offensichtlich. Und somit verdeutlicht sich eigentlich hier diese ganze Diskussion, was ist wichtiger letztendlich? Qualität versus Quantität. Ja, in der Lead-Generierung ist natürlich die Quantität. Ja, die Qualität ist das A und O. Das ist das absolute Top-Kriterium. Und das ist einfach nur mal so und auch das Video auch für diejenigen, die einfach sehr schnell ungeduldig werden. Ja? In der Lead-Generierung, in der Telefonakquise grundsätzlich, hast du einfach nicht die Möglichkeit, immer genau vorherzusagen, wie viele Termine, wie jetzt wirklich gute Termine du machen kannst oder machen wirst pro Woche, pro Monat etc. Und da gibt es einfach immer wieder auch Down-Phasen und wieder bessere Phasen. Ja, das hat unterschiedlichste Gründe, teilweise auch Gründe, die du gar nicht beeinflussen kannst. Und dann bringt es eben nichts, jetzt plötzlich weniger von Qualität hin zu Quantität zu gehen. Ja, da kann
irgendwo ist da natürlich eine Grenze, ja. Man kann ja schon ein bisschen variieren, ja, wie ich es auch vorhin schon angedeutet habe. Aber nochmal, mein Beispiel, glaube ich, verdeutlicht, ja, was wirklich unterm Strich dein Business voranbringt. Das ist Qualität und nicht Quantität. Ja, das heißt, wenn du jetzt auch einen externen wie uns zum Beispiel beauftragst für die Neukundenakquise im B2B-Bereich, zum Beispiel in der IT-Branche, wo wir sehr viel machen, auch sehr stark unterwegs sind und sehr erfolgreich auch unterwegs sind, da kommt es eben auch nicht darauf an, dass wir immer nur Quantität, Quantität machen, ja, und auch nicht, dass wir sofort übermorgen loslegen und innerhalb von 6 Wochen 20 Termine haben, sondern die Qualität, ja, ein Termin theoretisch kann schon genügen, um 1 Million Euro Umsatz zu generieren, ja, wenn er eben entsprechend qualitativ hochwertig ist und vorqualifiziert. Ja, und das dauert eben auch eine gewisse Zeit. Und häufig wird einfach auch der Aufwand der Telefonakquise grundsätzlich, insbesondere auch im B2B und insbesondere auch in der IT-Branche, wesentlich unterschätzt. Wesentlich unterschätzt. Gesehen werden immer nur an der Oberfläche die Besuchstermine. Und das, was darunter liegt, diese ganze Kleinarbeit, die ganze Vorarbeit, all diese Energie, Zeit. Und was da alles reinfließt an ja, Energie, Zeit und Aufwand, wird komplett unterschätzt. Ja? Obgleich die Besuchstermine on top nur die Spitze der Spitze sind, also die Spitze von der Spitze des Eisbergs, ja, sozusagen. Ja, nur das absolute i-Tüpfelchen oben, nur das absolute i-Tüpfelchen oben ist letztendlich der Besuchstermin. Und darunter ist ganz viel Kleinarbeit, ganz viel Recherche, harte Telefonakquise. Ja, teilweise, wenn man sozusagen 8 Stunden durchtelefoniert hat, na, dann muss man schon erstmal müde runterkommen. Ja, dann braucht man schon mal irgendwie eine Stunde Meditation, dass man auch abends wieder ins Bett findet. Na, also hochgepeitscht mit 10 Tassen Kaffee und so weiter. Also das mal für alle diejenigen, die immer wieder sich fragen, okay, Quantität versus Qualität in der Neukundengewinnung B2B, Telefonakquise, was ist da jetzt wichtiger? Wohin sollte die Tendenz grundsätzlich sein? Ganz klar beantwortet, immer Qualität. Ja? Und auch für all diejenigen, die dazu neigen, leicht mal ungeduldig zu werden und zu vergessen, was alles unter der Spitze des Eisberges liegt an Aufwand und Tätigkeit, ja, um letztendlich qualitativ wirklich hochwertige Besuchstermine zu generieren. So, das war's heute mal wieder für dieses kurze Video hier nebenbei. Ich bin gerade auf dem Sprung aus meinem Büro und ja, würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei schaut, vorbeischaut. Ne? Wenn ihr weitere Fragen habt, hier unten habt ihr natürlich meine Kontaktdaten und alles, meinen Link und alles und könnt hier oben abonnieren und da oben das nächste Video anklicken und hier unten die Glocke auch betätigen. Dann wisst ihr natürlich immer, wenn ich mal wieder ein neues Video mache, mit vielen, ich gebe auch viele gratis einfach Tipps, Erfahrungen teile ich, ja, aus so vielen Jahren und so viel Telefonakquise, ja, ist natürlich auch sehr, sehr, sehr viel wertvoller Content hier, den ich biete. Würde mich freuen, wenn ihr entsprechend hier unten einfach mal einen Daumen hoch gebt und vielleicht einen netten Kommentar unten reinschreibt. Bis zum nächsten Mal, euer Thomas Klein. Ciao, ciao.